Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer am Endgerät. Was jetzt passiert, geht alles auf meinen Deckel. Deswegen wechsle ich den Deckel mal kurz aus aktuellem Anlass, bemächtige mich der Narrenkappe und halte eine kleine, keine Angst, Büttenrede, sozusagen aus eigenen Werkstätten. Ich wünsche trotzdem viel Vergnügen. In diesen Zeiten was zu sagen, das ganze Elend zu beklagen und das auch noch zur Fasenacht, das ist viel schwerer als gedacht. Doch dacht ich mir, so geht's ja nicht. Ich steige trotzdem in de Bütt und hab mir meinen Reim gemacht. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ein Virus, nennen wir es beim Namen Corona, sorgt für Stress und Dramen. Wer von uns hätte das gedacht im letzten Jahr zur Fasenacht, als man inmitten von den Massen es konnte noch richtig krachen lassen. Da konnte kein Knopf die Hose halten. Und heute sollst du Abstand halten. Du stehst im Infektionsverdacht. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Gefühlt war es doch gerade erst gestern, als man mit Brüdern oder Schwestern sich unbehelligt traf zum Plausch. Mit Meiern, Müllern oder Lausch Nähe gesucht zum Zeitgenossen. Doch heute sind die Türen verschlossen. Theater, Kneipe und Kultur gibt's leider als Erinnerung nur. Und's klingt so leicht, wenn man dann sagt, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das Land steht still, es ist eine Qual und das sogar im Karneval. Doch wenn du froh bleibst, Optimist, weil das im Leben besser ist, kommt Lauterbach gleich um die Ecke und macht die Hoffnung dir zur Schnecke. Er hat ein Virus mitgebracht, mit Mutation, wer hätt's gedacht? Da sag ich lieber gleich gut Nacht. Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ob Mann, ob Maus, ob Mutter, Kind, sie alle sehr gebeutelt sind. Besonders auch die Unternehmer. Ob groß, ob klein, eigentlich jeder. Suchen ihr Heil im Überleben, indem sie nach Hilfe streben. Erkennen jetzt das Network wichtig. In Hamburg M-Point drum so richtig. Denn eins ist klar und scharf wie ein Messer. Gemeinsam geht es nun mal besser. Gemeinsam wird Gewinn gemacht. Gemeinsam man noch besser lacht. Drum statt zu jammern, statt zu klagen, steht Optimismus in den Tagen uns allen sehr gut zu Gesicht. Und wer was anderes verspricht, der soll mal besser leise reden und in der Reihe nach hinten treten. Denn wenn wir stets zusammenhalten, können wir viel Neues uns gestalten. So heißt die Lösung, stay together. Gemeinsam geht es nun mal besser. Gemeinsam wird noch mehr gelacht. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Mein Dank jetzt dem Sponsoren gilt, der mit des Künstlers Herzen fühlt und öffnet dann sein Portemonnaie. Es tut ihm wohl nur leidlich weh, denn M-Point hinter manchem steckt. Die haben schon vieles ausgeheckt und ich hab drüber dann gewacht. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Drum sage ich zum guten Schluss, weil irgendwann ja Schluss sein muss, ob Frau, ob Kind, ob Maus, ob Mann, wir fangen jetzt erst richtig an. So schließt mein Vortrag nun für heute. Ich mach nen M-Point, liebe Leute, und hoff, es hat euch Spaß gemacht. Denn Humor ist,
wenn man trotzdem lacht. Hello!